Und morgen schon geht das Lichtpunkt-Festival in die nächste Runde und auch Sie können natürlich mit dabei sein. Worauf Sie sich freuen können, darüber wollen wir jetzt sprechen und zwar mit Damaris Müller von der Freien Evangelischen Gemeinde Duisburg-Wannheimer Ort. Herzlich willkommen, Frau Müller. Dankeschön. Ja, wir haben gerade ein paar schöne Bilder gesehen vom Lichtpunkt-Festival. Ich hatte es gerade schon gesagt, 2017 ist das Ganze gestartet. Hätten Sie jemals gedacht, dass dieses Festival bereits zum dritten Mal dieses Jahr stattfindet? Wir hätten ja gar nicht gedacht, dass es überhaupt zu einem ersten Mal stattfindet, weil ursprünglich war geplant, eine Veranstaltung Open Air auf unserer schönen großen Gemeindewiese eben zu veranstalten. Und haben Leute gesagt, das ist viel zu schade, das nur für eine einzige Veranstaltung so viel Aufwand zu betreiben. Lass uns ein paar mehr Veranstaltungen an diesem Wochenende machen. Und dann haben Leute angefangen zu sagen, lass uns auch ein ganzes Festival machen. Und das war ein paar Monate, bevor das dann stattgefunden hat. Und es hat funktioniert. Und dann ist es so gut angekommen, dass Sie jetzt wahrscheinlich jedes Jahr so ein Festival auch auf die Beine stellen. Ja, genau, weil die Leute haben sich dann auch gedacht, jetzt haben wir Erfahrungen gesammelt und wir haben es in einer Hauruck-Aktion auf die Beine gestellt. Das wäre zu schade, diese Erfahrungen einfach wieder verschütt gehen zu lassen. Jetzt machen wir es nochmal richtig, auch nächstes Jahr. Und genau, es ist eine tolle Gelegenheit, einfach in Kontakt mit Menschen zu kommen, Duisburg einzuladen und auf uns auch aufmerksam zu machen, aber eben auch auf diese Menschen, die da wohnen, aufmerksam zu werden. Morgen geht's los. Ist man eigentlich immer noch aufgeregt vor so einem Festival oder ist da schon so ein bisschen Routine drin? Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen aufgeregt ist man immer, weil man immer so ein bisschen Angst hat, dass vielleicht etwas nicht funktioniert. Aber ich glaube auch, dass ganz viel alles funktionieren wird, weil einfach so viele Menschen mit anpacken. Und deswegen ist es schon ein bisschen Routine da, weil es jetzt einfach auch schon zum dritten Mal stattfindet. Viele Abläufe sind einfach auch schon bekannt. Aber so ein bisschen aufgeregt ist man sicherlich schon noch. Sie haben es gerade gesagt, viele Hände packen mit an und das Ganze ehrenamtlich. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Also wir sind erstmal eine Freikirche und man kennt sich ja sowieso. Das heißt, wir packen ja auch andere Sachen gemeinsam an. Unser Gemeindeverständnis ist auch, gemeinsam Gemeinde eben zu leben, auch gemeinsam mitzugestalten, auch für die Menschen, die in dieser Stadt wohnen, weil wir eben glauben, dass Glaube und Gott, was für jeden Menschen ist. Also das ist vielleicht Menschen nicht so bewusst, aber es ist wirklich etwas für jeden Menschen. Genau, und wir leben Gemeinde einfach so gemeinsam. Und dann kann man ja auch mal so ein Festival gemeinsam eben anpacken. Und absolut. So auch Gemeinde auch leben. Ja, Festivals gibt es hier ja einige in Duisburg. Wodurch entscheidet sich denn das Lichtpunkt-Festival von anderen Festivals Ihrer Art? Also ich habe bisher, wenn die Festivals miterlebt haben, waren die meistens eher für eine vielleicht bestimmte Zielgruppe. Es war, ging vielleicht nur um Musik oder so. Und das ist ja auch toll. Ich mag Musik sehr, sehr, sehr gerne. Und bei uns ist es so ein richtiges Familienfestival. Da können Familien auch hinkommen. Da können wir auch einfach Freunde kommen. Wir können auch Leute alleine kommen. Es ist für jeden etwas dabei. Für jung bis alt sind da Angebote da, die man gemeinsam oder auch alleine wahrnehmen kann. Es hat was mit Musik zu tun. Es hat was mit Spiel und auch Spaß zu tun. Wir haben auch einen Abschlussgottesdienst. Es unterscheidet sich dadurch wahrscheinlich auch von anderen Festivals, dass hier und da schon so ein paar, ich nenne es jetzt mal so fromme Aspekte da durchscheinen. Aber ganz unaufdringlich und nicht immer überall. Sondern wir wollen auch einfach gemeinsam feiern. Wir wollen Dinge gemeinsam erleben, die uns als Menschen auch verbindet, die einfach viele Menschen mögen, wir auch. So, wir mögen ja auch Musik. Genau. Stichwort Mitgliederschwund in Kirchen, ist das vielleicht auch eine Maßnahme, dieses Festival, um die Kirche vielleicht attraktiver auch für junge Menschen zu machen? Kann man auch so sehen. Als Freikirchen sind wir von diesem Mitgliederschwund nicht so sehr betroffen, tatsächlich. Und dennoch ist mein persönlicher Eindruck, wenn ich mit Menschen rede, die mit Kirche jetzt erstmal so gar nichts zu tun haben, dass sie schon so ein Bild haben von Kirche, es ist nichts für mich und das ist vielleicht so ein bisschen altbacken oder so. Und wir wollen natürlich auch mit diesem Wochenende den Menschen zeigen, so muss es gar nicht sein und so ist es ja auch gar nicht, sondern wir empfinden unseren Glauben als absolut zeitgemäß und wir würden den auch gerne so zeitgemäß rüberbringen. Ja. Morgen Abend geht's los, bis Sonntag, glaube ich, das ganze Wochenende über. Was ist denn genau alles geplant? Was steht auf dem Programm? Also morgen Abend beginnt es erstmal, klingt jetzt auch ein bisschen fromm, mit einem Preacher Slam. Okay. Also ja. Poetry Slam, etwas anders. Ich bin selber sehr gespannt darauf. Ja. Und dann kommen Philipp Eisenblätter und Band.
ist ja auch bekannt wohl in Duisburg. Absolut, ja, sehr bekannt hier. Genau. Dann am Samstag geht's weiter mit weiteren auch musikalischen Angeboten, einer Familienshow am Abend, also der Familienspielshow, auch weiteren Konzerten von Small is Beautiful und Keen Sense und ja, Menschenkicker-Turnier, Angebote einfach für Kinder, so Spielangebote, Trödel, alles Mögliche. Mhm. Worauf freuen Sie sich am meisten? Also ich mag Musik so gerne. Okay. Ich glaube, ich persönlich freue mich am meisten auf die Konzerte, ja, aber tatsächlich wirklich auf die Menschen. Also ich wünsche mir sehr, sehr, dass es Begegnungen gibt mit Menschen, die ich einfach noch nicht kenne. Und ja, einfach überrascht zu werden von Leuten, die ich dann kennenlerne. Weil ich glaube, wenn man sich davor so verschließt, dann passt man auch ganz schön was. Absolut. Und das Beste ist, das Ganze ist frei. Kann wahrscheinlich jeder vorbeikommen, der möchte. Oder muss man sich vorher irgendwo anmelden? Nee, man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach kommen. Die Teilnahme ist kostenlos, kann man sagen. Also kein Eintritt. Klar, wer sich jetzt nicht zu essen mitbringt und Hunger bekommt, der kann auch dort etwas käuflich erwerben. Also Getränke und Essen gibt es dort auch zu kaufen. Aber der Eintritt ist grundsätzlich wirklich frei. Frau Müller, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß für das kommende Wochenende und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken.